Moin, da sind wir wieder. Und ich habe eben, als ich bei der Schmiede war und noch ein bisschen geschmiedet habe, noch einen bekommen, ein Level, also im Schmieden. War ganz schön, habe mich total gefreut. War so ein bisschen Geburtstag und Weihnachten auf einem. Das ist sehr traurig, aber was soll's. Und plötzlich, ich habe sie unterbrochen. Erstmal die Ork-Frau da meinte so: Dieses, was du um den Hals hast, das ist ja irgendwie, das ist doch das zum Heiraten, oder? Seltsam, dass du noch keinen hast oder irgend sowas. Und sie kann man also auch heiraten. Und dann, als ich weggegangen bin, wie gesagt, habe ich sie unterbrochen, hatte sie dann so: Ich werde die Ork-Festung unterrichten, das irgendwie sowas. Scheinbar kann ich auch einfach mit ganz vielen Orks sprechen und das addiert sich irgendwie, keine Ahnung. Danach hab ich mich ein bisschen neben ihr hingestellt, hat aber nichts mehr gebracht. Das ist natürlich blöd. Aber was soll's. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir machen uns natürlich hier wieder richtig schön. Ah, den wollte ich doch wegtun. Ach, jetzt werde ich es. Egal, jetzt werde ich mich nicht mehr. Warte mal, hä? Nee, ist doch alles richtig. Soweit. Ich bin verwirrt. Gut. Und wir werden jetzt, würde ich mal sagen, erkunde die Ruinen von Aknatams. Denn ich bin ehrlich zu euch, ich habe mal nachgeguckt, ob es nicht auch mal Bögen gibt, die besonders sind. Und dann wurde gesagt, da gibt es einen Bogen, der besonders ist. Es gibt zwei besondere Bögen. Den und einen besseren, noch besseren, den kriegt man nur, wenn man Vampir ist. Also Bullshit, brauche ich nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, bevor wir jetzt zu den anderen Sachen gehen, hier gibt es ja einiges zu tun, zum Beispiel hier diese Mine befreien und sowas. Und diese Mine hier, da müssen wir auch noch. Ne, waren wir da schon drin? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die Mine hier befreien. Und waren wir schon in der Mine? Slackwart-Mine. Weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, dann können wir hier zu Arknach. Arknach gehen. Und sind wir sowieso über Nacht dann drin. Feinde und Freunde werden auf dem Bildschirm unterschiedlich dargestellt, wenn du Leben entdecken oder Untote entdecken wirkst. Leben entdecken oder Untote entdecken? What? Wieso habe ich das noch nicht? Hallo? Genau. Och, ja, das ist ja gleich die. Da können wir ja gleich mal rein. Gehst du bei denen rein? Das ist ja eine coole Sau, das Pferd. Hi. Morbul kennt viele Gifte und Heilmittel, wenn ihr welche braucht. Sind die jetzt meine Freunde? Arob und Garol sehen voller Eifersucht auf mich. Sie wissen nicht, wie sie ihren Häuptling zufriedenstellen können. Vielleicht habe ich ja jetzt schon, weil ich Freunde habe, orkische Freunde. Ich hoffe nicht, dass ihr Umurn und Nagrub werden neben dem Sohn, den ich meinem Häuptling eines Tages gebären werde, als Schwächlinge gelten. Schön, schief. Ihr sprecht mit Burguk, dem Häuptling von Tushnik-Jarl. Ich bin plötzlich Freund. Ich musste nur mit einem reden. Seid ihr der Häuptling? Ja. Ich verdiente mir diese Stellung, als ich meinen Vater im Duell tötete. Na dann. Eines Tages werde ich einen Sohn haben, der mich herausfordert, wenn ich zu alt zum Anführen bin. Dann hat die Festung einen neuen Ich Häuptling. hoffe, du kriegst nur Doch bis Töchter. dahin habe ich allein das Recht, Frauen und Kinder zu haben. Dadurch bleiben wir stark. Nur du darfst Frauen und Kinder haben? Gibt das nicht super Ärger in der Gemeinschaft? Wie regieren die Orks sich selbst? Der Kodex des Malakat ist in den Festungen sowohl Tradition als auch Gesetz. Verletzt ihn und ihr müsst den Blutzoll bezahlen. Jo, mir Der egal. Kodex ist nirgendwo niedergeschrieben. Er wohnt in jedem Ork und alle, die in den Festungen leben, befolgen ihm. Also irgendwie Die Anarchien trotzdem Regeln sind nicht. für Fremdlinge denkbar einfach. Bestehlt oder greift jemanden in der Festung an und ihr bezahlt den Preis in Gold oder in Blut. Oder beides. Ich möchte Einhandwaffen Ihr trainieren. werdet zwar nie so gut sein wie ich, aber vielleicht kann ich euch trotzdem etwas beibringen. Na, wie viel willst du? Ja, komm, gib mir mal einen. Oder noch einen? Noch einen. Er ist Meister. Und noch einen.
Aber das ist mir jetzt zu viel Geld. Daher lassen wir es. Gibt es in der Festung was zu tun? Wie wäre es mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Gegen den Chief? Abgemacht. Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Bastard! Bastard? Wie man nur aufeinander einhaut. Finde ich witzig. Das war's schon. Wer habt ihr nicht drauf? Ja, ich gewinne hier irgendwie, ne? Würde ich mal sagen. Was ist das für ein dummes Kerlengetue, ey? Sich gegenseitig zu schlagen. Finde ich absolut dämlich. Mach das mit einem Sandsack oder so, oder mit einem abgehangenen Stück Schwein oder so. Aber sowas ist doch einfach nur rum. Dummes Rumgetue, ey. Naja. Hier muss jeder für sich selbst wissen, aber ich weiß nicht. Ich finde das immer sehr unsympathisch, dieses. Deshalb mag ich Boxen auch nicht. Das ist doch nur sich blutig hauen. Ich werf den schief, fertig. Nehmt eure dreckigen Hände weg. Ihr habt mich geschlagen. Einen Ork-Häuptling. Erstaunlich. Ich habe mir meine Münzen wohl verdient. Das habt ihr. Yay. 200. Ich habe Respekt. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Yay. Ich habe Respekt. Bis zum nächsten Mal. Wir können handeln, sobald es draußen hell ist. Okay. Betreibt ihr mit einer der Städter Waffenhandel? Ab und zu. Aber eine Ork-Klinge ist ein sehr persönlicher Gegenstand. Hat Namen. Zorn, Reue, Stolz. All diese Gefühle fließen in unseren Stahl. Boah, hört mal Als auf. Als meine Tochter Lasch sich entschied, die Festung zu verlassen, habe ich ein Schwert geschmiedet, das all meine Schande und Trauer enthält. Ehrt mich mit dieser Aufgabe, Fremdling. Gebt das Schwert meiner Tochter, wenn ihr sie trefft. Sie wird wissen, was es bedeutet. Schlechtes Gewissen machen. Ich sorge dafür, dass sie es bekommt. Ich danke euch. Weil sie raus wollte in die Welt und du hier bleiben möchtest. Könnt ihr mir beibringen, mich mit schweren Rüstungen besser zu bewegen? Eure Waffen und Rüstungen sind beeindruckend. Man sagt, dass Orks den Umgang mit dem Hammer schon im Mutterleib erlernen. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Hat ein Häuptling eine zweite Frau, wird sie daher Schmiedefrau genannt. Er will einfach nur zwei Frauen haben. Wow, seid ihr seltsam. Mhm. Arob und Garol sehen voller Eifersucht auf mich. Hallo Garbosch. Auch ich habe einst ganz Himmelsrand bereist wie ihr. Ich vermisse diese Zeit. Vermisst ihr das Reisen? Hat er gerade gesagt. Oh ja. Die Straßen geben euch ein Gefühl der Freiheit, das in der Festung fehlt. Oh, Captain Obvious. Aber ich habe hier ein Zuhause. Und ich will meinen Clan nicht entehren. Indem ich erneut wie ein kleiner Welpe weglaufe. Ist es nicht ehrenhafter, auf der Reise zu sein? Warum reist? Was macht ihr für die Festung? Ich bin Boguks Bruder. Ich kam hierher zurück, nachdem ich viele Jahre in der Armee gedient hatte. Boguk war zu diesem Zeitpunkt schon Häuptling. Und er hieß mich als Familienmitglied willkommen. Nicht als einem Rivalen, wie die Tradition es eigentlich vorschreibt. Traditionsbrecher. Ihr habt in der Armee gedient? Oh ja. Ich war damals als Gorbasch Grotuschnik bekannt. Zu Ehren meiner Heimat. Viele Orks verlassen die Festung, um sich der Armee anzuschließen. Dort weiß man unsere Kampf- und Schmiedekunst zu schätzen. Und wir freuen uns über die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Ich freue mich jetzt schon auf die Bardenakademie, da sind bestimmt auch Orks. Warum reist du nicht mit mir? Das kann ich nicht. Das würde den Platz entehren, den mein Häuptling für mich geschaffen hat. Ihr habt mir doch gerade gesagt, dass ihr das Abenteuer vermisst. Das stimmt. Seht mich nur an.
Ich rede um den heißen Brei herum wie eine weise Alte. Nun gut, Fremdling. Meine Axt gehört euch, wenn ihr sie braucht. Boah, das Debattieren ist so einfach in diesem Spiel. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Ha! Das ging einfach, aber tut mir leid, ich habe gerade jemanden. Tschüss. Also gut. Ich will natürlich gucken, welcher dieser Orks mich heiraten möchte. Ich bin Burgo. Dieses Amulett. Das tragen doch Nord, wenn sie heiraten wollen. Mit eurer Stärke solltet ihr keine Probleme haben. Oh mein Gott, ich kann Gorbash, the Iron Hand, heiraten. Mhm. Hat's eine Armee viel Spaß, ne? Und Garol sehen voller Eifersucht. Na du? Umurn und Nahgrub werden leben. Wir können handeln, sobald es draußen hell ist. Na du? Ihr sprecht mit Burguk, dem Häuptling. Hätte er sein können. Wir ehren die Oh, ich darf das Gold mitnehmen, ohne dass es Clown ist. Aber ich habe auf meinen Reisen auch andere Arten der Tapferkeit. Der Bär von Markart. Das Verbrechen des Ulfriks. Gesehen. Nein, ich will nicht. Ich will da reingucken. Oh, die ist leer. Ach, Mann. Hat sich ja voll gelohnt. Oh, ich... Was denn jetzt? Ist das schön. Und was ist hiermit? Warum kann ich nicht in den Keller? Wir gucken gleich, was im Keller ist. Auch wenn die mich bestimmt dann hassen. Oh, ich bin voll der Freund jetzt. Kuhfell, immer gut. Nein, Musik, nicht böse werden. Wacholderbeeren darf ich nehmen. Ich darf es alles nehmen. Ich bin so glücklich. Ich bin so gut aufgehoben hier. Und die Leute wollen mich heiraten. Warte. Wer sieht mich denn? Ich speichere nochmal. Und ich will gucken, was da unten drin ist. Scheinbar ist das egal, dass ich das aufgemacht habe. Was ist denn hier? Einfach nur ein Lager? Mit einer Truhe? Das mich langsam echt nervt, das Öffnen. Gold, ja. Ich werde gleich wieder laden, also ist egal. Ich wollte nur gucken, was drin ist. Heilung, sieht alles unordentlich aus. Was ist denn hier los? Okay. Aber irgendwie auch lustig. Also, weil es so wirklich wie so ein Keller wirkt. Hier haben sie ein Chemielabor. Und das war's. Aber nur ein Keller. Ich guck mal, ob die mich hassen, wenn ich da jetzt wieder hochgehe. Das ist denen scheinbar vollkommen egal. Aber mir auch. Daher lieber nichts riskieren. Ist das nicht seltsam? Ich meine, wenn die abschließen, wollen die nicht, dass ich da reingehe. Dann wiederum kann man ja nicht selbst entscheiden, was man... So ein Spiel wird es niemals geben, wo man selbst entscheiden kann, was man fragt. Das war eher früher so mit diesen Text-Adventure. Und das muss ich dir unbedingt wieder abnehmen, die Fackel. Damit sind wir nie geschützt. Die meisten von uns sind im Langhaus. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Hallo. Wenn ihr handeln wollt, müsst ihr warten, bis die Sonne aufgeht. Warum? Ihr seid doch wach. Erzählt mir mehr über euer Volk. Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Oder machen die Beine breit. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Angeberin. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Ich hab mich selbst verliebt. Mir fällt gerade auf, man kann den Bruder vom Häuptling heiraten, aber dadurch keine Kinder machen. Weil er ist ja scheinbar bi oder weiß ich jetzt nicht, ob er auch Frauen... Ich denke mal, es gibt keine Spiele, wo die nicht bi sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es gibt nur bi oder hetero. Das ist ganz schön diskriminierend. Der Bruder auf jeden Fall, ne, könnte mich heiraten. Das ist... Emma darf er heiraten. Also so ziemlich weit, steht weit oben. Und er kann keine Kinder machen. Also, wer ist Malakat? Er ist unser Herr und Schöpfer.
der dädrische Fürst des gegebenen Schwurs und des blutigen Eids. Mauloch lehrt uns alle Worte mit Taten zu ehren. Blut von seinen Feinden und Stärke von seinen Verbündeten zu fordern. Er behütet alle Orks wie seine Kinder. Ja, ja. Diese Tatsache vergessen jene, die die Festung verlassen, nur allzu schnell. Ja, wie mit Gott, wenn man es nicht sieht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist so schön. Das ist so schön, dass ich jetzt mit euch befreundet bin. Wir treiben nur tagsüber Handel, Fremdling. Nachts ruhen sich die meisten im Langhaus aus. Alle mögen mich plötzlich. Bücher draußen im Regen lassen. Oh, warte. Es ist aber nicht rot. Also darf ich das wohl. Naja. Ich bin auf den Bogen echt gespannt. Ich wusste es. Okay. Scheinbar ist das doch. Gewöhnlicher Sehenschein, schwaches Gift. Darf man nicht wissen. Auch wieder die gleichen Stimmen, ne? Just saying. Das ist richtig schön, aber. So mit Anbau der Höhle unten. Ich kann aufs Dach. Das ist immer ein Plus. Kann man da reingucken. Ah, ich habe die alle weggetan. Schmelzhütte brauche ich jetzt nicht. Haben die hier einen zum Bauen? Also hier einen Schmied. Das ist richtig schön. Da oben die Mine, da habe ich jetzt keinen Bock drauf reinzugehen. Vielleicht gibt das ja ein paar Leute, die da irgendwie mir was geben oder so. Aber ich, nö, keinen Bock. Ich muss jetzt da lang. Sehr schön. Komm. Das ist ja sogar mit Weg hin. Na dann. Ah, schön, dass die Orks nichts mehr gegen mich haben. Ich bin jetzt ein Ork-Freund. Ich meine, ich finde ein bisschen dumm, wie sie die Einstellung von denen, das ist wieder so typisch. Na, so ein bisschen Texas-mäßig. Ich meine, ich finde es in Ordnung, wenn die... Jeder, schaut mal, was mein Freund und ich gefunden haben. What the fuck? Ihr könnt was davon kaufen, wenn ihr wollt. Es ist mit der Nacht, ihr Zwillinge des Bösen. Schon wieder ein Erdbeben. Was ist dieses Erdbeben? Woher habt ihr das? Ich habe sie bei der alten Bremerbrücke weit im Westen gefunden. Gegen eine kleine Gebühr zeige ich euch den Ort auf eurer Karte. Na schön, hier ist ein Septim. Wo ist diese Brücke? Ja, komm. Danke, ihr findet die Ruinen genau da. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Werft einen Blick darauf. Ah. Ein Messer? Brauche ich nicht. Mhm. Hm. Tschüss. Mann, seid ihr weit weg. Im Westen, weit im Westen. Im Westen ist nichts. Was meint ihr jetzt? Weit im Westen eine Brücke. Da. Nein. Ich war so nah am Falkenring. What the fuck? Weit im Westen. Vielleicht meint ihr ja das hier. Oder das. Oder... Töte den Drachen. Das ist sogar was. Ja, ist egal. Trotzdem habe ich die Karte aktualisiert. Das ist super toll. Danke, Jungs. Tschüss, Jungs. Weiter geht's. Wir holen das jetzt. Ich bin gespannt, was das für eine Quest ist und wie groß die Quest ist und so. Und wie ich da hinkomme. Mit meinem Carjo natürlich, meine ich. Hier können wir vielleicht hoch. Komm mal mit. Boah, sonst kletter ich alleine wieder. Boah, dann sagt er nicht, was für eine tolle Sache du gefunden hast. Du bist so toll.
Oh Mann, oh, und schon bin ich dran vorbei, ey. Au. Es ist so dunkel. Ich könnte Licht machen, aber ich habe keinen Bock jetzt zu. Aber dann kommt bestimmt ein Gegner. Ich hab's doch schon gesehen. Jetzt hört doch mal auf. Was ist immer dieses komische Geräusch? Dieses Klick, 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 Klick. Ich hab zuerst gedacht, das wäre von irgendwie von mir, vom Sound. Da schon wieder! Was gibt. Ich sehe es doch schon. Danke. Ach, du hast den Weg gefunden. Dann kannst du mir doch noch sagen. Agnatamsen entdeckt. Lasst uns tanzen entdeckt. Cool. Da schon wieder. Was sind die Erdbeben? Ach, guck mal, da hinten ist ein scheiß Kackbär. Apropos. Mein Amulett kann ich jetzt verändern. Ah, nee, warte. Probieren wir es mal. Yay. Mal wieder ein Arsch. Ein Arschtod. Und Bogen plus. Ist immer gut. Dann lass uns mal reingehen und gucken, was wir bei Arschnackt tanzen. Wir haben. Ich bin gespannt auf den Bogen. Ob er wirklich besser ist. Ob ich den überhaupt verbessern kann. Und wir es speichern und wir gucken. Wir können, glaube ich, keine Seelen hier holen. Also kann ich auch auf den anderen machen. Schon wieder mal Geister, die mir sagen, dass ich umkehren soll. Ich mach das doch eh nicht. Hört doch mal auf. Ich mach das doch eh nicht. Kehrt um. Jetzt könntest du eigentlich Licht holen. Aber okay. Machst du bestimmt dann wieder, wenn Gegner kommen, nicht wahr? Warum ist es eigentlich so leise gerade? Ich habe voll laut eingestellt. Muss nicht speichern, hab nichts kann. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Yay. Schön. Na komm jetzt. Oh. Hier vibriert das so. Passiert schon nichts. Oh mein Gott! Passiert doch was! Hast du gehört? Oh! Was macht ihr noch hier? Hallo Katrina! Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Muss lauter drehen, ey. Wie all die anderen auch. Ja, hinterm Bogen. Wer seid ihr? Ich heiße Katria. Ich bin. War eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Was? Siehst gar nicht so alt aus. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Es tut mir leid. Euer Name kommt mir bekannt vor. Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege? Nee. Ich meine, ja, klar. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Oh. Arsch. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Ich helfe dir. Aber es ist hoffnungslos. Es ist so leise. Ich bin hier gestorben, wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Ich komme schon zurecht, überreden. Vielleicht. Andererseits habe ich das auch gedacht. Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich würde gern wissen, ob ich es geschafft habe oder genau nicht. Genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Sicher. Also gut, dann führt uns.
Wie cool, habe ich jetzt zwei? Oh yeah! Er braucht etwas. Was ist hier nur geschehen? Es sah hier nicht immer so aus. Es war die besterhaltene Zwergenstadt, die ich je gesehen habe. Und dann kam das Erdbeben. Das Erdbeben. Jetzt kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen intakten Raum findet. Wir schaffen das. Gibt's irgendwelche Gefahren? Nun, da sind zunächst die Fallmeer. Tödliche Stromschnellen, starke Erdbeben, tiefe Abgründe, instabile Böden, tödliche Stürze. Also nichts Besonderes. Und dann kommt die eigentliche Gefahr. Darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Wenn es je dazu kommt. Ich bin gespannt. Wie seid ihr gestorben? Ich fiel, als das Erdbeben kam. Der Boden öffnete sich unter mir. Viel speichern. Hättest mal öfter speichern sollen. Trotzdem hätte ich's fast geschafft. Es fehlten nur ein, zwei Fußlängen. Dann wäre ich ins Wasser gefallen. Aber es war nichts zu machen. Oh, wer kennt das nicht? Dieses ganz Knappe. Okay. Super, wir haben zwei Stück. Das heißt, wir werden kein Problem haben. Bis auf das natürlich Fallen. Das Runterfallen. Da müssen wir. Also, wir passen jetzt schön auf. Du auf jeden Fall auch hier. Du kannst nämlich sterben, mein Kacho. Und dann wollen wir doch mal. Dum, dum, dum. Es war ein tiefer Sturz. Hier? Holt euch mein Tagebuch. Wir werden es brauchen. Ach so, hier bist du gestorben? Das war ja total... Das ist ja gar nichts. Na, okay. Katrinas Tagebuch, immer Zwergenpfeile, die Kriege, Gold, Heilung, nö. Silberring, ja, kann man voll zaubern. Tagebuch. Soll ich lesen? Okay, mach ich. Dieser hinterhältige Elf sei verflucht. Verflucht! Er stiehlt meine Notizen, meine Entdeckungen und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diese Ruine herumgegraben. Und was bekomme ich dafür? Eine Widmung? Freundin und Kollegin. Ach je, er macht sich über mich lustig. Ich werde die sein, die zuletzt lacht. Taron mag meine Theorie an sich ab... Taron? Kennen wir den schon? Taron mag meine Theorie an sich gebracht haben, aber noch hat er keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als Erste entdecke, kann ich der Welt zeigen? Mein Gott, warum ich jetzt gerade stocke? Ich überlege jetzt gerade Taron, ob ich den kenne. Und das ist ja so, als wenn ein Burg da waren, lag ja dieser eine Typ vor dem Ofen, der verbrannt werden sollte. Und ich kann mir ganzen Namen nicht merken, weil ich immer denke, ja, who cares, der heißt so und so. Ich versuche sie zu merken, aber dann ist das Spiel wieder so lang oder man spielt erstmal nicht. Und deshalb, Taron, kenne ich den? Jetzt gucke ich in meinem Kopf so, aber ich weiß es nicht. Wenn ich die Schmiede als Erste entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist und nicht seine. Ich habe eine Spur. Die Schmiede wird in einem der vermoderten alten Bücher im Mutsund erwähnt. Obwohl das Buch in katastrophalem Zustand war, konnte ich ein paar nützliche Informationen entnehmen, darunter eine Karte der Dwemer Königsreichs aus der ersten Ära. Ich muss sie nach meiner Rückkehr mit den heutigen Grenzen vergleichen. Hier ist das Ergebnis. Oh, wie cool! Wird meine Karte gleich aktualisiert? Weil, das ist ja cool. Akhenaten, dieses, weil wie auch immer, wurde auch auf der Inschrift erwähnt. Es scheint sich um das Hauptzentrum für die Ethereum-Forschung zu handeln. Dies geschieht mit der besten Dies scheint der beste Ausgangspunkt zu sein. Zweitens wird als Bithacel verbündete Stadt erwähnt. Es handelt sich aber nicht um Bithardams, scheint eher nördlich oder nordwestlich davon gelegener kleiner Standort nahe des Flusses zu sein. War ich da nicht schon, Bathel? Nee, wo war ich denn? Ich war bei 5, war ich. Die Hauptquelle für Ethereum, das war eine tiefer gelegene Mine gewonnen. War ich da schon? Ein Lagerplatz für Roh-Ethereum, direkt von einer großen Stadt gelegen. Aufgrund seiner harmonischen Volatilität musste das Ethereum offenbar außerhalb der Stadt gelagert werden. 5. Kein Name, keine Information, die eine Identifizierung ermöglichen könnte. Stattdessen eine Seite nach dem anderen mit unlesbaren Diagrammen. Viel konnte ich hier nicht entnehmen, aber es scheint sich um eine Art Astrolabium zu handeln. Ein vierteiliges Emblem. Ob es sich um den Standort der Schmiede handelt? Endlich ein wichtiger Fund. Letzte Saat. Meine Karte mag unpräzise sein, aber dank ihr bin ich hier. Vielleicht bin ich ja doch etwas auf der Spur. Hab die Schatzkammer erreicht. Oh, draußen schon wieder. Ja, kannst wegfahren. Danke. Hab die Schatzkammer erreicht. Hier ist ein
Klangschloss, das immer noch funktioniert. Wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, funktionieren vermutlich auch die Fallen. Ich konnte keine Hinweise finden, also werde ich eine Skizze anfertigen und mich vorsichtig voranarbeiten. 5 Resonatoren, 5 Töne. Ich muss nur in der richtigen Reihenfolge spielen. Oh, ein richtiges Rätsel in Skyrim? Mal sehen. Oh, fuck. Also zuerst unten links, dann unten rechts. Und dann nicht das unten in der Mitte. Das ist das dritte. Nicht das dritte, meine ich. Okay. Super. Sie sagt mir nichts. Sollen wir da runter? Bringt das irgendwas da unten? Nö. Okay, weiter.